Stuttgart 21 zu Fall bringen, wollen auch noch andere, nämlich private Wettbewerber der Deutschen Bahn AG. Ein Sprecher des Netzwerks Privatbahnen sagte, man wolle einen Übernahmeantrag für die letzten rund 2,5 Kilometer Trasse in den bestehenden Hauptbahnhof stellen und so die Abrisspläne für die Gleise durchkreuzen. Das Netzwerk Privatbahnen ist ein Verein, der die Interessen mehrerer Güterbahnen aus Deutschland und den Nachbarstaaten vertritt. Der Verein fürchtet, dass durch Stuttgart 21 der Ausbau wichtiger Gütertrassen vernachlässigt wird.